schon mal wieder dahin gefahren, wo wir abholen müssen. Und dann schauen wir mal, weil sie heute hin. Und fangen wir mal. Ein großes Silo mit 20,1 Meter Länge, 4,5 Meter breit. Oh. 40 Tonnen. Was machen? Bin ich stark genug? Okay, das kennen wir ja, das überspringen wir wieder. Dann machen wir einmal das Licht an, das rundum Licht an. Dann bremsen und dann rollen wir mal langsam los hier. Okay. Da hängen wir doch an irgendeiner Kollision da hinten fest.
da auch durchgequetscht.
Also wenn man die vorausschauen fährt, ne, dann steht man einfach mal mitten auf der Autobahn. Mann, Mann, Mann.
die nächste Abfahrt gehört uns. Da fahren wir dann runter.
Bauernhof seine neue Siedlung. Und ich würde sagen, ich suche den nächsten Auftrag raus, fahre den da schon mal hin und dann sehen wir uns wieder. So, nun sind wir in Berlin angekommen, um den nächsten Schwertransport anzunehmen. Bin wie immer schon bis vor die Firma gefahren, dann nehmen wir uns jetzt mal den Auftrag. Richtigen Gang und Handbremse gelöst haben. Und es wird. Hightech-Geräte. Hightech-Gerät. Mit 6 Metern Länge, 6 Meter Breite und 1,20 Meter hoch. 45 Tonnen. Nehmen wir das doch an. Ist unser LKW stark genug.